Wenn ich in den Weltraum fliege, dann wird mein erster Weg sein zur Cupola. Das ist eins der Fenster auf der ISS, das schönste Fenster. Dort hängen die Astronauten in ihrer Freizeit und schauen runter auf die Erde. Astronaut zu werden, kann man heute noch nicht richtig planen. Man braucht sehr viel Glück und natürlich braucht man auch eine Auswahl. Die ESA sucht alle 15 Jahre neue Astronauten. Das heißt, man hat vielleicht ein bisschen Pech, ist es zu jung, oder man hat ein bisschen Pech, ist es zu alt. Das heißt, die Studenten heute, die sollten eigentlich das studieren, was ihnen Spaß macht, und die sollten den Beruf anstreben, der sie begeistert. Und vielleicht haben sie das gleiche Glück wie Alex oder wie ich, und genau zu der gleichen Zeit gibt es dann eine Astronautenauswahl und dann sollen sie sich auf jeden Fall bewerben. Die Ausbildung für einen Astronauten ist dreiteilig. Wir lernen am Anfang, wie funktioniert eine Rakete, wie funktioniert eine Raumstation. In Teil 2 der Ausbildung wird es schon konkreter. Da lernen wir wirklich alle Probleme und Details der ISS kennen. Das heißt, wenn es irgendwo einen Alarm gibt, wir haben ein Leck oder wir haben ein Feuer, wie bekämpfen wir das? Was machen wir da? Teil 3 der Ausbildung ist dann bezüglich der Raumkapsel, mit der ich in den Weltraum fliege. Dann lerne ich auch, welche Experimente ich oben durchführen werde. Wir haben jetzt seit neuestem auch die Möglichkeit, ganz kleine Experimente auf der ISS durchzuführen. Experimente, die innerhalb von einem Jahr hochgebracht werden können. Die können dann 4 Monate betrieben werden. Und der Student oder der Doktorand, der kann das von der Uni aus steuern, beobachten, wie sein Experiment läuft, und erhält die Ergebnisse innerhalb eines Jahres wieder zurück. Das heißt, innerhalb von 3 Jahren Doktorarbeit kann ich jetzt ein Weltraumexperiment durchführen, planen, durchführen, auswerten und habe danach ja tolle Wissenschaft gemacht. Und genau das ist das, was wir von der ESA aus suchen. Wir möchten die schlauen Köpfe in der Pharmazie, in der Biotechnologie, die möchten wir anregen, Experimente zur ISS zu fliegen, um dort etwas ganz Neues zu machen. Etwas, was wir vorher bisher auf der ISS noch nicht gemacht haben.